Herzlich willkommen bei CRN TV im Planet Reseller. Bei mir ist jetzt Michael Ganzer, der Deutschland-Geschäftsführer von Cisco. Herr Ganzer, ich freue mich, dass Sie unser Gast sind. Danke, freue mich auch. Herr Ganzer, Cisco entwickelt sich zunehmend vom reinen Netzwerkhersteller zu einem wesentlich breiter aufgestellten Unternehmen. Was sind denn Ihrer Meinung nach die Zukunftstechnologien, in die Firmenkunden auch künftig investieren werden? Ich glaube, es ist erstmal heute wichtig zu verstehen, dass die Anforderungen der Kunden sich im Moment ganz massiv geändert haben und dass vorne beim Kunden steht, wie kann ich heute Geld einsparen, wie erhöhe ich meine Produktivität, wie binde ich alle meine Mitarbeiter, meine Kunden und andere Firmen ein. Und das bestimmt natürlich auch die IT-Agenda. Wenn wir das in ganz große Technologiethemen reinnehmen, das sind das drei Themen, die rausstechen. Das eine ist das Thema Collaboration, sprich, wie schaffe ich die Zusammenarbeit im Unternehmen und über Unternehmensgrenzen heraus zu verbessern. Innerhalb der Arbeitsgruppe, innerhalb des Unternehmens oder Intercompany, wie wir das heute nennen. Und wie bringe ich Technologien wie Telepresence, Unified Communication, Web 2.0-Applikationen wie WebEx zusammen? Das ist der eine große Trend, der heute läuft. Der zweite große Trend ist das ganze Thema Virtualisierung. Was in der Vergangenheit schon viel diskutiert wurde über Virtualisierung von Server, geht unserer Meinung nach deutlich darüber hinaus. Virtualisierung eines gesamten Rechenzentrums bis hin zur Virtualisierung der gesamten IT. Also auch das wird ein ganz, ganz großes Thema sein mit einer großen Transformation, die IT vielleicht nachhaltig ganz massiv verändern wird. Und das dritte große Thema ist das Thema Video. Business-Video, aber Video in jedem Bereich, was wir heute aus der Web 2.0-Generation kennen. Video vom Consumer, aber Video in allen Bereichen, was unserer Meinung nach eines der Haupttreiber sind. Also sind, wenn wir clustern, sind das sicherlich heute die großen drei Bereiche. Unter dem Begriff Unified Computing drängt Cisco ja auch ins Rechenzentrum. Was haben wir denn unter dem Begriff zu verstehen? Wenn wir heute schauen, Rechenzentrums-Virtualisierung wurde heute traditionell übersetzt mit Server-Virtualisierung, wo schon viel Arbeit geleistet wurde. Aber die fundamentalen Probleme, wie baue ich eine ganze neue Rechenzentrumsarchitektur, wie adressiere ich meine Kostenblöcke, wurde nicht adressiert. Und unserer Meinung nach läuft hier eine große Transition. Das heißt, die traditionelle Server-Virtualisierung, die Serverwelt, die Computing-Welt mit der Storage-Welt und die Virtualisierungswelt, die wir heute mit Software-as-a-Service-Konzepte und die Infrastrukturwelt des Netzes, dass die heute zusammenlaufen. Und das beschreiben wir heute mit einer Überschrift, die heißt Unified Computing und läuft darauf hin, dass wir nicht nur Server virtualisieren, sondern wie gesagt das gesamte Rechenzentrum bis hin zu der gesamten IT und dass das Netzwerk hier ein zentrales Element sein wird. Welche Folgen hat denn die Ausweitung des Portfolios für InChannel? Wachsen die Anforderungen für die Cisco Reseller? Ich glaube, jeder Reseller steht genau wie wir und wie jeder Kunden vor großen Veränderungen. Und was das erstmal ist, sind alles große Chancen. Und das bedeutet erstmal, dass wir sicherlich eine Menge neuer Reseller auch bei uns sehen werden, die zum Beispiel im Videobereich, im Physical Security Bereich, im Überwachungsbereich tätig sind, die im Rechenzentrumsbereich tätig sind oder die diese Chancen verstehen, hinter Collaboration zu nutzen. Also es ist eine Chance, sich zu bewegen als Reseller. Auf der anderen Seite heißt es aber auch natürlich, ich muss mich definitiv bewegen und muss diese neuen Themen adressieren. Aber das gilt ja für uns alle heute in der Industrie. Heißt das, Sie sind momentan also auch verstärkt auf der Suche nach neuen spezialisierten Resellern? Es gilt beides. Auf der einen Seite mit unseren bestehenden Partnern arbeiten wir natürlich intensiv daran, die wirklichen Probleme der Kunden draußen gemeinsam besser zu lösen, die Chancen hinter dem Konjunkturpaket 2 intensiv zu nutzen. Aber natürlich sind wir gerade im Mittelstandsgeschäft intensiv auch auf der Suche nach Resellern, gerade auch in neuen Technologiebereichen. Welches Know-how braucht denn ein Fachhändler Ihrer Meinung nach in Zukunft besonders, um am Markt erfolgreich sein zu können? Kundenorientierung. Es ist jetzt das eine. Je näher wir am Kunden sind, je näher wir heute wirkliche Kundenprobleme lösen, auch diese Technologietrends, die wir eben angesprochen haben, es geht nicht um Technologie. Am Ende geht es um eine Architektur bis hin zu einer Business-Transformation. Und ich glaube, wir sind alle aufgefordert, dieses kommerzielle Verständnis zu haben, was braucht der Kunde heute und wie übersetzen wir Technologie entsprechend in Kundenlösungen. Und dazu kommt man nicht dran vorbei, natürlich technologisch extra klasse in der Ausbildung zu sein. Collaboration-Tools wie Web 2.0 und Video sind nach Meinung von Cisco der Schlüssel zum Erfolg in der Zukunft. Im internationalen Vergleich hinken wir in Deutschland bei der Nutzung dieser Tools allerdings noch hinterher. Wie wollen Sie denn Ihren Kunden die Nutzung dieser Technologien schmackhaft machen? Ich glaube, es ist wie bei jeder Transformation. Meine persönliche Meinung ist, dass es immer beweisen, bewegen und begeistern. Und das sind die drei Themen, die wir machen müssen. Was wir machen ist, wir wetten die Firma darauf, intensiv. Wir haben die Art und Weise, wie wir heute arbeiten, wie wir unsere Firma managen, wie unsere Mitarbeiter heute arbeiten, fundamental umgebaut. Und das machen wir heute und viele Kunden kommen heute zu uns und auch viele Reseller kommen zu uns und sagen, helft uns zu verstehen, helft uns Konzepte zu verstehen, wie Council und Boards schnellere Entscheidungen führen.
helft uns zu verstehen, wie ich über Web 2.0 und Unified Communication und Telepresence Innovationsprozesse beschleunigen kann, wie ich neue Servicekonzepte aufbauen kann. Also vieles, dass wir es erstmal selber machen und dass wir aufzeigen können, so haben wir es gemacht und dass wir dieses Know-how in unsere Partner und zu den Kunden bringen. Herr Ganser, ich bedanke mich für das interessante Gespräch. Vielen Dank.